So, die Primäreffloreszenzen habt ihr euch gerade angeguckt im anderen Video. Jetzt starten wir mit den sekundären Effloreszenzen. Die sekundären Effloreszenzen, sagt ja schon der Name, treten nach einer Entwicklungszeit später auf. Das heißt, zum Beispiel, man hat eine Blase, man kratzt sich und dadurch hat man eine Infektion und dann hat man hinterher eine Läsion. Zum Beispiel. So, wir starten mit der Kruste, Krusta. Die Kruste, wisst ihr alle, wenn man sie verletzt hat und dieses wunderbare Pflaster, was der Körper dann drüber macht, ist ja eigentlich schon ein Wunderwerk unseres Körpers, denn diese Kruste schützt nicht nur die Wunde darunter, sondern auch schließt es die Haut rundherum ab, damit es keine zusätzlichen Erreger rein können und die Wunde, die darunter liegt, kann langsam heilen. So eine Kruste sollte man im besten Fall nicht abrobben. Denn umso öfter man diese Kruste abrobbt, also abkratzt, umso öfter wird dann auch die Wundheilung darunter gestört und es kann dann passieren, dass eine hässliche Narbe zurückbleibt. Unser nächstes ist dann die Nekrose. Die Nekrose ist ein Gewebsuntergang, wird definiert, Gewebsuntergang bei lebendem Organismus. Ja, klassisch kennt man das bei den diabetischen Füßen, bei den Alkoholikerfüßen, bei den Raucherbeinen, ja, bei mangelnder Durchblutung das Ganze. Es gibt ja feuchte Nekrosen oder trockene Nekrosen, die Gangrene. Die Nekrosen, ja, ist eigentlich das Endstadium vom Gewebe, das wird schwarz und das Ganze ist auch nicht mehr zu retten. Solltet ihr irgendwann einmal einen Patienten in der Praxis haben, ihr packt die Füße aus und, oder Patient packt die Füße aus und euch schimmert da so ein höchst schwarzer, rötlich, dunkelblauer Fuß entgegen, bittet bitte den Patienten, er möge sofort ins Krankenhaus gehen. Wäre für den Patienten auch besser. So, unsere nächste Effloreszenz, Squama, die Schuppe. Die Schuppen sind jetzt anders als die Plaque. Die Schuppen sind kleiner und ja, die Schuppen an den Haaren, was man dann oft hat, wo man den Kopf dann ruppelt und dann schneit es runter. Dann, es sind halt die einzelnen Hautschuppen, die sich abschuppen und wir eigentlich den ganzen Tag überall verlieren auch. Das nächste ist die Erosion, zum Beispiel, man fällt hin und hat jetzt hier so eine, ja, ist jetzt dann nicht so tief wie eine Abschürfung, man hat wirklich nur den obersten Hautschichten angeritzt, dann hat man die Erosion. Die Abschürfung ist dann schon ein Stück tiefer, die ist dann schon wirklich, wenn das Blut auch dann rauskommt. Dann haben wir unseren Ulkus. Vom Ulkus gibt es auch ein extra Video, denn wir haben verschiedenste Ulkusarten. Ulcus cruris, dann haben wir Malung perforans, gehört auch noch zu den Ulkusarten. Der Ulkus am Steißbein ist für uns Podologen jetzt nicht wirklich wichtig. Kehrt jetzt auch noch zu den Ulkusse dazu. Also ein Geschwür. Excoriatio ist vorher schon erwähnt, die Abschürfung, das heißt, uns streut es irgendwo hin und wir haben uns alles, die oberste Hautschicht abgerobbt und ja, dann kommt das Blut schon raus und wir haben schon richtige Striemen. Das Ganze kann man auch Abledern nennen, aber da ist nicht nur die oberste, die erste und die zweite Hautschicht fort, sondern von der dritten Schicht, von dem Unterfettgewebe auch schon etwas beim Abledern. Ragade, die kennt jeder von euch, ist die Schrunde. Wir haben sie jetzt zum Beispiel an der Ferse bei uns in der Podologie. Ihr kennt sie alle, die Ferse ist eingerissen mit diesen schönen Rissen und das passiert bei zu viel Hornhaut und wenn die Haut zu trocken ist. Das nächste ist die Fissura. Die Fissur ist ein Riss in der Haut.
Dieser Riss kann jetzt an der Ferse sein, dieser Riss kann jetzt am Mundwinkel sein, dieser Riss kann jetzt anal sein, dieser Riss kann jetzt hier irgendwo sein. Es beschreibt nicht die Position, sondern einfach nur, was es ist. Zirzatrix oder Narbe. Die Narbe ist ja, wenn man jetzt eine Wunde, die ganze Wundheilungsphase durchlaufen hat, ist das Endergebnis eine Narbe. Ist jetzt dick oder dünn, das spielt jetzt keine Rolle. Eine Narbe ist ein Bindegewebe, das zwei Hautteile wieder zusammenfügt und die ganze Haut nach oben hin abdichtet, damit das eben hier das Blut, die Zellen und alles nicht aus der Haut wieder verschwindet. Das ist ein bleibender Verschluss der Haut. Es gibt bei den Narben auch Keloide, und zwar ist das eine Narbenwucherung. Ein Keloid kann jetzt überall passieren. Es ist noch nicht herausgefunden, wie es passiert und bei wem, aber es ist eine Überreaktion des Körpers. Er bildet viel zu viel Narbengewebe aus, also viel zu viel Bindegewebe, und dann werden die Narben so richtig wulstig. Unsere letzte sekundäre Effloreszenz ist Atrophia. Die Hautatrophie, Hautalterung. Ja, die Damen hören das nicht so gern. Wenn Haut altert, kriegt man Falten und dann sieht man halt nicht mehr so prall und wie ein Pfirsich aus. Ist halt leider so. Damit müssen wir alle umgehen. Es gibt noch weitere Effloreszenzen, die jetzt nicht so primär und sekundär dazugehören. Zum Beispiel die Purpura. Die Purpura sind jetzt da Einblutungen in die Haut, punktuell. Das kann man jetzt am ganzen Körper haben, man kann das nur ein Areal haben. Das Ganze gibt es chronisch oder akut. Zum Beispiel die Petechien gehören jetzt da dazu. Was bei den Purpura-Effloreszenzen wichtig ist, wenn man jetzt mit dem Glasspatel drauf drückt, sind die nicht wegdrückbar. Das heißt, sie bleiben, auch wenn man es drauf drückt. Bei den Erythematoden-Dermatosen, die sind wegdrückbar, zum Beispiel. Das nächste ist die Pachydermie, die Elefantenhaut. Das ist eine Verdickung der gesamten Haut, kann jetzt die Außenhaut oder Schleimhaut betreffen. Das Ganze ist eine Sklerosierung der Haut. Mögliche Ursachen ist die Fibrosierung bei der Sklerodermie oder Polysaccharideinlagerungen bei den Sklero-Myxödem. Es kann aber auch die Spätfolge von Ödemen sein, von Elephantiasis. Also da gibt es ein paar Erkrankungen, die eine Elefantenhaut oder eine sehr dicke Haut auslösen können. Die Lichenifikation ist eine flächenhafte Verdickung der Haut, kann jetzt durch chemische Reize sein, mechanische Reize, durch entzündliche Prozesse. Das Ganze ist sehr typisch bei chronischen Ekzemen, das heißt, wo die Haut immer wieder sich entzündet und man dann drum kratzt. Das Ganze kann sich zurückbilden, muss aber nicht. Und die Haut sieht halt ja, sehr verdickt aus und nicht so feinporig, wie was man es hat, wenn es nicht verändert ist. Poikilodermie bezeichnet ein Komplex aus verschiedenen Hauterscheinungen, also aus verschiedenen Effloreszenzen, die Atrophie, die Hyper- oder Depigmentierung, die Petechien, was habe ich vergessen? Es war noch eins, Erytheme, genau, die Erytheme gehören auch noch dazu. Ich habe hier aufgelistet von den zwei verschiedenen Sorten. Es gibt angeborene und erworbene. Könnt ihr euch durchlesen. Die nächste Effloreszenz und damit die letzte Effloreszenz ist die Erythrodermie. So wie der Name schon sagt, eine Rötung der Haut. Das kann jetzt die komplette Haut am Körper betreffen, das kann jetzt nur einzelne Hautareale betreffen. Verschiedenste Erkrankungen habe ich euch hier aufgeführt, können das Ganze auslösen. Das Ganze muss natürlich vom Dermatologen alles behandelt werden. Das war's jetzt mit den ganzen Effloreszenzen. Hat euch das Video gefallen, lasst mir einen Daumen nach oben hier. Abonnieren nicht vergessen, die Glocke klicken, damit dass ihr kein neues Video mehr verpasst. Und habt ihr Fragen, einfach unten in die Kommentare damit.